Heute nehme ich dich mit auf einen Rundgang durch die Traunsteiner Rosentage zwischen dem 14. und 16. Juni im Stadtpark in Traunstein. Es ist immer wieder schön. Und natürlich gibt's nicht nur Rosen zum Bestaunen und alle möglichen anderen Pflanzen, sondern auch ein buntes Sammelsurium an Kunsthandwerk, Schmuckdesign, Holzarbeiten, Wellness- und Gesundheitsprodukte und viel mehr. Und fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Ja, Meister im Bierpong spielen werde ich nimmer, aber das macht ja nichts. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Wenn du deine Eintrittskarte mit Namen etc. ausfüllst und hinter der Kirche bei dem Losstand einwirfst, kannst du sogar eine Reise nach Südtirol gewinnen. Als Mundspeisam anwenden, hast du sofort drei Atemwege, den jetzt mit dazu und den Roller. Der ist halt der Hammer für unterwegs, von dem hast du wieder eingesteckt. Ja, gerade bei Kumpeln, auf den Schläfen, im Nacken. Im Sommer Insekten abwerfen, einmal da. Das ist ein super interessanter Stand. Ich habe das jetzt gerade ausprobiert. Dieses Minzöl, das ist ja der Hammer. Ich habe mir das auf den Nacken gerieben und auf einem Zuckerstückerl ausprobiert. Ich merke jetzt schon, wie meine Nase frei wird und im Nacken die Durchblutung angeregt wird. Ich habe ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so Probleme oft, dass ich einfach so verspannt bin, Schulter-Nackenbereich. Das nehme ich mal mit. Zu dem Stand habe ich jetzt tatsächlich noch mal zurück müssen, weil ich mich auch für den Hanfextrakt interessiert habe. Ich versuche schon seit vielen Jahren keine konventionellen Medikamente, also keine chemische Keule einzusetzen, sondern wann immer es geht, auf biologische, pflanzliche Heilmittel zurückzugreifen und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Zwei der vielen, vielen Rosenköniginnen, also Königinnen auf alle Fälle, ob es Rosenköniginnen sind, ich weiß es nicht.
Frank, sie heißt wirklich so. Mein Resümee: Die Rosentage sind auch dieses Jahr wieder sehr sehenswert. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Ich bin die Brigitte von und wenn dir mein Video gefallen hat, dann freu mich über ein Like und ein Abo für meinen Kanal Einfach Leben.